Guten Morgen, liebe Leute. Heute geht es mal wieder auf eine kleine Tour. Da steht mein Fahrrad schon bereit und die ersten Kilometer bin ich bereits schon gefahren. Ich bin jetzt hier gerade auf dem Ilm-Rennsteig-Radweg. Ja, den kennt ihr ja vielleicht schon, wenn ihr unseren Kanal verfolgt. Das ist ein Verbindungsstück zwischen der Ilm und dem Rennsteig, wie der Name es schon sagt. Und der erste Teil davon läuft auf einer ehemaligen Bahntrasse bis nach Großbreitenbach. Und das lässt sich immer wunderbar fahren. Immer so 3 bis maximal 5%ige Steigung auf Asphalt. Also kann man hier die ersten 250 Höhenmeter schon mal ganz entspannt fahren. Und heute geht es für mich zum Pumpspeicherkraftwerk Goldestal. Das größte seiner Art in Deutschland. Das werden wir uns mal ein bisschen anschauen. Der Weg dahin ist nicht ganz so einfach. Es gibt da keinen Radweg oder keine Radroute dahin. Man muss erstmal ins Schwarzertal runterfahren und von dort aus dann irgendeinen sehr steilen Forstweg wieder hochfahren. Und ihr wisst ja, wie es ist, und vielleicht seht ihr es ja auch gerade so ein bisschen hinter mir. Das mit dem Forstwegen, das ist momentan immer so eine Sache. Kommt immer ganz drauf an, wie da die Arbeiten des Forstamtes gerade stattfinden, wie da die Harvester unterwegs sind, ob man das dann tatsächlich eigentlich mit dem Fahrrad fahren kann oder nicht. Das werden wir dann auch einfach dann spontan sehen, wie sich das gestaltet. Auf jeden Fall ist das Pumpspeicherkraftwerk ein tolles Ausflugsziel. Das schauen wir uns dann genauer an. Jetzt geht es aber erstmal nach Großbreitenbach weiter auf der ehemaligen Bahntrasse. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dieser kleinen Tour. Insgesamt werden es wohl so 65 Kilometer mit etwa 1000 Höhenmetern. Also dann viel Spaß beim Begleiten. Freut mich, wenn ihr dabei seid. Auf der ehemaligen Bahntrasse nach Großbreitenbach radelt es sich nach der ersten kleinen Bergetappe sehr entspannt. Es ist noch nicht mal 8 Uhr, aber schon jetzt steht die Sonne hoch am Himmel und kündigt einen sehr warmen Tag an. Das 2700 Seelendorf Großbreitenbach soll tatsächlich der größte Ort sein, den ich heute einen Besuch abstatte. Er liegt am nordwestlichen Rand des Thüringer Schiefergebirges, wo ich mich heute hauptsächlich aufhalten werde. Vorbei an den markanten Schieferhäusern verlasse ich direkt wieder den Ort auf einem Forstweg. So, das erste Stück Forststraße war jetzt ja ganz okay, bis auf dieses kurze Stück, wo jetzt gerade die Forstarbeiten eben stattfanden. Das ist immer nicht so ganz ohne, wenn da auf einmal so ein Harvester vor einem steht und man dann irgendwie dran vorbei muss. Die sehen ja einen auch nicht so gut. Ja, hier wird natürlich momentan auch sehr viel gerodet. Das muss ich nicht in jedem Video neu sagen. Ist ja ganz klar, solange wir uns hier in diesem Terrain bewegen, ist es einfach so. Aber die Aussicht hier ist jetzt wirklich fabelhaft. Ich meine, die Wiese hier war schon länger da. Ja, und hier ist auch alles noch schön grün. Und gut, wir sehen auch dort viele Rodungen, dort Rodungen, dort Rodungen. Ja, es ist leider einfach momentan so. Ja, hier geht es jetzt runter für mich, diesen Forstweg da. Das wird bestimmt ganz spannend. Und dann geht es erstmal ins Tal, bevor es dann steil wieder bergauf geht. Ich kann jetzt gar nicht sagen, aber ich glaube dort hinten, das da könnte schon das Pumpspeicherkraftwerk sein.
Ja, da sieht man, dass so ein Berg abgetragen wurde. Und da oben könnte das Speicherbecken sein. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich gehe einfach mal davon aus. Weil ich glaube, da sehe ich auch so eine Plattform dort, eine Besucherplattform. Das müsste es eigentlich sein. Ja, ich war ja schon mal dort beim Pumpspeicherkraftwerk. Also das ist wirklich ganz interessant dort oben. Aber man hat auch von dort aus einen fabelhaften Blick, weil die haben sich natürlich hier so mit den höchsten Berg ausgesucht, um da eben das obere Speicherbecken zu installieren. Und man ist da, glaube ich, auch so knapp 850 Meter hoch. Entsprechend ist dann auch die Aussicht. Naja, mal sehen, vielleicht noch ein Stündchen und dann stehen wir da oben. Gesehen, eine Ampel auf dem Forstweg. Es ist die Frage, wird die irgendwann mal grün oder ist es egal, weil ich auf dem Fahrrad bin und überall dran vorbeikomme. Ja, wir verstoßen jetzt mal gegen dieses rote Signal, denn ich habe das Gefühl, das wird hier wahrscheinlich nie grün werden. Also mein Garmin will, dass ich jetzt hier runterfahre. Aber ich weiß nicht, ich sehe keinen Weg. Seht ihr einen Weg? Nee. Und es ist ein bisschen abschüssig hier. Fahren wir mal lieber diesen Weg weiter. So, willkommen in Katzhütte. Ein Ort, der wirklich nicht einfach zu erreichen ist mit dem Fahrrad. Entweder man muss hier diese Straße dort fahren, was nicht gerade ungefährlich ist, oder halt über solche Wege, wie ich es gerade gemacht habe. Es gibt keine ordentlichen Forstwege hier. Es ist egal, in welche Richtung man von hier aus über den Hügel fahren will, es ist extrem steil. Ja, und das weiß ich auch gerade nicht, wo ich hier gelandet bin. Na, schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Diese Brücke da jedenfalls kann man nicht mehr überqueren. Jetzt kommt die anstrengendste Passage. Die ersten 30, 40 Höhenmeter habe ich jetzt schon gemacht und die waren schon extrem anstrengend. Aber jetzt geht es etwa 400 Meter bergauf, ja, oder vielleicht 350 jetzt nur noch, bis zum Speicherbecken, was ja auch schon ausgeschildert ist. Ja, und ich bin diesen Weg noch nie gefahren, deswegen ist das jetzt ein bisschen eine Wundertüte hier. Müssen wir mal schauen, wie das jetzt wird. Aber es sind auf jeden Fall Steigungen von 16% dabei und bis jetzt hatte ich schon hier recht groben Schotter. Ja, mit meinem Gravelbike mit der 1x11-Schaltung, das ist dann nicht ganz so einfach. Aber ja, muss man sich jetzt hochprügeln, bevor es jetzt zu warm wird auch. Gut, und dann schauen wir mal, wie der Weg jetzt so wird.
Jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich hätte jetzt gerade eben weiter vorne abbiegen müssen, nach oben. Und ich dachte, ne, das sieht mir nicht so aus, als könnte man da lang fahren. Und ich glaube, ich kenne die Strecke tatsächlich auch. Und ich bin hier mal runtergefahren und das ging schon nur ganz, ganz schlecht. Bloß, ich dachte, fährst du hier einfach den großen Weg hier jetzt weiter. Bloß, der führt dann gleich wieder runter. Er führt nicht hoch zum Speicherbecken. Jetzt fahre ich wieder ein Stück zurück. Vorne war tatsächlich ein Radwegschild auch, auf dem zwar nicht das Speicherbecken ausgeschildert war, aber anscheinend kann man da erstmal ein Stückchen noch hochfahren. Und dort oben müsste dann noch ein anderer Weg zum Pumpspeicherkraftwerk dann führen. Ja, es ist echt nicht so einfach hier, das vorher schon alles auf Komoot zu planen und so, weil man nie weiß, wie die Wege aussehen. Ja, es gibt zwar mittlerweile dieses Trailview, aber da fehlt auch einfach dann teilweise noch das Material oder es ist halt nicht mehr aktuell. Hier ändert sich ja auch alles wöchentlich. Also gut, ein Stück wieder zurück und dann schaue ich mal, ob ich irgendwie anders hochkomme. So, gleich haben wir es geschafft. Ich werde jetzt die ganze Zeit schon von irgendeinem Kampfjet begleitet. Scheine ein paar Übungsrunden zu fliegen. Egal. Also ich bin jetzt schon einen kleinen Umweg auf jeden Fall gefahren. Hätte jetzt wieder gerade irgendwo abbiegen müssen, wo schon wieder die Bäume quer lagen. Also ich glaube, den Weg, den ich jetzt hier wähle, der auch immer noch als Radroute tatsächlich ausgeschildert ist, muss wirklich mal in Erfahrung bringen, was das für eine Radroute sein soll. Weil die auch nicht auf der Karte eingezeichnet ist. Ja, aber die führt einen direkt doch an das Speicherbecken her. Ich sehe es jetzt schon da oben. Und jetzt muss man nur noch irgendwie hochkommen. Pumpspeicherwerk Goldestal, eines der größten und modernsten seiner Art in Europa, ist seit 2004 in Betrieb. Der Bau war umstritten, da unter anderem ein Teil des großen Farmdenkopfs abgetragen werden musste. Doch wird das Pumpspeicherwerk als wichtiger Baustein für die Energiewende gesehen. Denn bei einem Überangebot an Strom, zum Beispiel aus Wind- oder Solarenergie, wird Wasser vom unteren in das obere Becken gepumpt. Dieses Wasser wird dann bei Bedarf, wenn der Stromverbrauch steigt, wieder abgelassen und treibt dabei Turbinen an, die Strom erzeugen. Mit einer Gesamtleistung von 1060 Megawatt kann es schnell auf Schwankungen im Stromnetz reagieren und durch einen Wirkungsgrad von etwa 80% kann zudem überdurchschnittlich gut Energie gespeichert werden. Goldestal ist so seit 20 Jahren ein wesentlicher Bestandteil der nachhaltigen und stabilen Energieversorgung. Neben den Speicherbecken lohnt sich der Weg auch für den phänomenalen Weitblick, zum Beispiel bis zum Kurort Masserberg und die weitläufige Berglandschaft des Schiefergebirges und Thüringer Wald. Unterhalb von Masserberg ist auch eine der zahlreichen Brücken der ICE-Trasse zwischen Erfurt und Nürnberg zu sehen. Nach einer längeren Pause geht es für mich nun wieder auf den Rückweg, der mich noch vor einige Herausforderungen stellen sollte. So, das war jetzt der kurze Ausflug zum Pumpspeicherkraftwerk Goldestal. Also wirklich richtig toll da oben mit einem fantastischen Blick auf das Schiefergebirge und den Thüringer Wald.
ja, oben hatte ich jetzt auch längere Zeit mit zwei Herren gesprochen, die jetzt auch gerade mit ihren Rädern da hochgefahren sind. Ist tatsächlich interessant, da mal jemanden oben auch zu treffen. Es ist nicht viel los. Ja, also auch als ich das erste Mal dort war, war ich da alleine oben. Also ja, auch da fehlt mal wieder so ein bisschen das Marketing für diese Sache hier. Ja, jetzt geht es erstmal wieder nach unten Richtung Katzhütte. Werde aber einen etwas anderen Weg wählen. Ich hoffe, der ist einigermaßen gut befahrbar. Und dann geht es von Katzhütte aus wieder steil nach oben bis nach Großbreitenbach. Und dann über die Bahntrasse wieder zurück nach Ilmenau. Ich hoffe, euch haben die Informationen zu dem Pumpspeicherkraftwerk gefallen und auch die Bilder dazu. Ich habe tatsächlich dieses ganze Teil nicht mit der Drohne einfangen können, ja, ohne jetzt irgendwie gegen irgendwelche Richtlinien zu verstoßen. Aber ich denke, die Bilder sind doch ganz schön geworden. Jetzt geht's, wie gesagt, erstmal wieder nach unten. Auf grobem Schotter geht es nun mäßig schnell bergab. Die Gelenke will ich bei einer kleinen Pause am herrlichen Reichenbachteich erholen lassen. Obwohl gerade Ferien in Thüringen sind, bin ich auch hier wieder komplett allein. So einen Ort und die Stille nur für sich haben zu können, ist sicherlich einer der Vorteile, den man hier in dieser Gegend hat. Doch warum hier so gut wie keine Menschen unterwegs sind, zeigt sich auf den nächsten Metern. Viele Forstwege sind momentan mit grobem Schotter belegt, weder macht das Radfahren noch das Wandern hierauf besonders großen Spaß. Und obwohl ich den Anblick von großflächigen Rodung bzw. Sanierungsmaßnahmen, wie sie offiziell benannt werden, mittlerweile gewohnt bin, schlägt sich die folgende Szenerie mal wieder sehr auf meine Stimmung nieder. Katzhütte wurde nach dem hier in die Schwarza fließenden Bach Katze benannt. Das Dorf selber liegt tief im Schwarzertal und nicht selten wird in den Nachbarsgemeinden etwas spöttisch über den Ort gesprochen. Gerne wird er als Ende der Welt betitelt und tatsächlich sind die Wege aus dem Dorf heraus ziemlich rar. Um nicht die Hauptstraße fahren zu müssen, wähle ich den Trampelpfad auf der anderen Seite des Flusses. Bleibt man hier stehen, wird man direkt von Mücken zerfressen. Doch das schnelle Vorankommen wird durch immer dichteren Bewuchs ordentlich gehemmt. So, da muss ich jetzt hoch. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, nach Katzhütte rein und raus gibt es so gut wie keinen Weg. Es gibt einen Weg, den kann man gerade so mit dem Rad hochfahren. Den wollte ich heute aber nicht fahren, weil ich den jedes Mal fahre. Ich dachte, ich guck mal, wie es hier aussieht, aber das ist so unterwurzelt hier alles, da komme ich nicht hoch. Das heißt, kurze Hike-Bike-Session. Tatsächlich hätte ich hier in Katzhütte auch in den Zug steigen können. Denn hier ist die Endhaltestelle der Verbindung Rottenbach-Katzhütte. So abgelegen dieses Dorf hier auch ist, hat es immerhin Zuganbindung. Aber jetzt schon, weiß nicht, über diesen Wanderweg da gerade eben, die Brennnesseln, die ganzen Dornen, das tat jetzt ein bisschen weh. Das hat nicht viel Spaß gemacht. Und dieser Weg jetzt hier hoch, der wird auch nicht viel Spaß machen, weil da oben liegen schon wieder die ersten Bäume quer.
Ach Mann, man kommt hier nicht weg. Nee, das hat keinen Sinn. Ihr seht, hier liegen so viele Bäume quer. Das wäre jetzt viel zu viel Stress. Und ich wollte auch irgendwann demnächst eigentlich schon zu Hause sein. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder diesen einen Weg, den man gerade so fahren kann, oder halt doch Straße. Das werde ich mir jetzt mal auf dem Weg runter jetzt überlegen. Wie ihr seht, habe ich mich für die Waldvariante entschieden. Aber es ist so heiß mittlerweile, ich komme hier nicht den Berg hoch. Zumindest jetzt dieses Stück, das so extrem steil ist und dieser Schotter, man ist nur am Rutschen. Jetzt schiebe ich erstmal ein bisschen in den Schatten vor und dann steige ich wieder auf. Alter Schwede, ist das hart heute. Leute, guckt euch das an. Das ist sinnlos. Also es ist so ein grober Schotter. Hier ist kein Vorwärtskommen möglich. Schon gar nicht bergauf. Außerdem schlitzt man sich dann irgendwann auch bloß den Mantel auf. Und hat dann noch einen Platten im schlimmsten Fall. Also hier kannst du nur mit dem Mountainbike drüber. Bloß, es ist auch nicht viel besser zu laufen. Ja, und das ist hier wieder ein ausgewiesener Wanderweg. Und ja, man war auch wieder Meinung, hier groben Schotter verlegen zu müssen. Und das begleitet mich ja schon den ganzen Tag. Das war nicht ganz so krass wie jetzt gerade, aber Tendenz steigend. Da macht doch keinen Spaß. Ja, also wir ziehen ja bald um, also aus Thüringen weg. Und das ist hier eine Gegend, die ich leider nicht nochmal befahren werde. Das ist einfach zu anstrengend. Und der Spaßfaktor ist zu gering dafür. Es war schade, dass hinter dem ganzen schlechten Zeug da manchmal auch noch das gute Zeug zu finden ist. Aber was bringt's? Dann kann man halt nur auf den großen offiziellen asphaltierten Radwegen fahren. So Leute, das Schlimmste ist geschafft. Da hinten ist schon wieder Großbreitenbach, da fahre ich jetzt runter und dann geht es wieder auf den Ilmtal-Rennsteigradweg, wo ich nur noch runterrollern brauche. Und dann ist es geschafft und es wird Zeit, dass ich schon nach Hause komme, denn es zieht sich langsam zu. Ja, so in 2-3 Stunden sollen hier ordentliche Gewitter beginnen. Aber bis dahin sollte ich es schaffen. Es war jetzt wirklich um einiges schwerer als gedacht, jetzt das letzte Stück. Also diese ganze Sache bei Katzhütte hat mich jetzt so viel Zeit gekostet. Da dieser Ausflug durch dieses Feld mit den Dornen und Brennnesseln und am Ende bin ich das eh wieder zurückgefahren. Ja, ich werde euch natürlich die Tour auch wieder bei Komoot hochladen.
einmal die Tour, die ich gefahren bin, und dann werde ich einmal als geplante Tour nochmal eine Runde machen, die entsprechend angepasst ist. Ja, ich will ja nicht, dass ihr meine ganzen sinnlosen Umwege mitfahrt. Ja, aber ein kleines Stück ist es jetzt noch, und es würde mich freuen, wenn ihr mich auch auf diesem Stück noch mit begleitet. So, die letzten Höhenmeter sind geschafft. Jetzt kann ich mich 8 Kilometer lang rollen lassen. Das ist immer eine schöne Belohnung, dieser Ilmtal-Rennsteigradweg. Weil man muss nicht treten und man muss nicht bremsen. Man lässt sich einfach nur rollen. Ja, das werde ich jetzt noch schön genießen. So, liebe Leute, das war es dann auch schon mit meiner Tour. Jetzt sind es noch etwa 6 Kilometer bis Ilmenau. Ja, das Stück muss ich jetzt nicht noch zeigen. Ja, ist auch gut, dass es jetzt nicht mehr so weit ist, denn ich bin echt K.O. Wie ich jetzt schon mehrfach gesagt hatte, war die Tour jetzt doch etwas anders als erwartet. Habe natürlich jetzt auch einige sinnlose Umwege gemacht. Ich werde jetzt bei über 70 Kilometern auf jeden Fall landen und meine Apple Watch sagt 1150 Höhenmeter ungefähr. Ja, insgesamt war es halt eine sehr anstrengende Tour, die hoffentlich aber ein paar schöne Eindrücke vermitteln konnte, vor allem vom Pumpspeicherkraftwerk. Ja, vielleicht kanntet ihr das ja noch gar nicht. Das ist auf jeden Fall mal ein Ausflug wert. Ob ich jetzt die Strecke, so wie ich sie heute gefahren bin, empfehlen kann, naja, das müsst ihr entscheiden, ob das was für euch ist. Auf jeden Fall habe ich in der Videobeschreibung noch einmal die beiden Links gepackt. Einmal die Tour, so wie ich sie heute gefahren bin, und einmal so, wie ich es euch empfehlen würde, sie zu fahren. Aber auch hier muss man natürlich immer bedenken, die Wege, die ich heute gefahren bin, können in ein paar Monaten schon wieder ganz anders aussehen. Ja, und das macht es halt momentan leider so schwierig, hier irgendwie großartig was zu planen oder vorzustellen fürs Nachradeln oder so, weil man einfach nicht weiß, wie das durch die Forstarbeiten eben dann wenig später vielleicht aussieht, ob man das dann überhaupt noch mit dem Rad fahren kann oder nicht. Trotzdem war es natürlich eine erlebnisreiche Tour, die wieder viele neue Erfahrungshorizonte mit sich gebracht hatte. So eine Tour durch den Thüringer Wald, sei sie nur 70 Kilometer lang, ist manchmal echt anstrengender als eine Alpenüberquerung. Das ist vielleicht so das Fazit des Tages. Und ja, beim nächsten Mal bin ich oder vielleicht auch Anne und ich dann wieder eher auf offiziellen Radrouten unterwegs, mehr auf Asphalt vielleicht. Und da können wir euch dann vielleicht auch mal eine Tour vorstellen, die man auch dann gut nachradeln kann. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch dann erstmal noch eine schöne Zeit. Jetzt kommt ja anscheinend doch langsam mal der Sommer um die Ecke. Und ja, viel Spaß bei euren Radtouren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn ihr auch wieder einschaltet. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr diesem Video ein Gefällt mir gebt und vielleicht auch einen Kommentar hinterlasst. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt und ihr mehr solchen Content sehen wollt, dann könnt ihr natürlich unseren Kanal abonnieren. Vielen Dank dafür und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.